wie viele von diesen Foot-Typen laufen hier denn noch rum? Mehr als du zählen kannst. Jedenfalls haben wir sie mal wieder ordentlich vermöbelt. Aber dann wurden wir ein bisschen müde. Tja, vielleicht wurdest du müde. sorry, mach weiter, Leo. Wir verschnauften erst einmal und sahen uns um. Der Turm war verdammt groß. Und bis zum Ende der Nacht blieb für uns noch eine Menge zu tun. Und dann begann sich das Portal zu öffnen. Die Sterne von Kikan reihten sich auf und eine gewaltige kosmologische Energie schoss durch die Galaxie, durchbrach die Erdatmosphäre und landete im Portalempfänger des Turms. Das bedeutete, Winters hatte bereits mit der Zeremonie begonnen. Okay, Bastelfreak, behalte den ganzen Streberkram für dich, Capito. Bastelfreak, was? Das ist lustig. Was hat Winters vor? Wow, schick. Thank you.
kann helfen. Klasse! Gigantisch! Booyah! Super, mega, hyper, klasse, Junge! Los, weiter! Wir sind fast da! Mega, hyper, klasse, Junge! Thank you.
gigantisch. Booyah! Super mega! Super mega hyper klasse, Junge! Booyah! Das Büro bewegt sich, wir müssen oben drauf! Seht mal, unser Reiseunterhaltungsprogramm! Unglaublich! Cool! Yippie! Ja, unglaublich! Cool! Weißt du, zwei Panzer sind besser als einer! Ja! Unglaublich! Wenn man sich nicht an die Reisesicherheitsbestimmungen hält. Ach gut, ich hatte keine Lust, bis ganz nach oben zu klettern. Aber cool. Booyah! Wie eine moderne Variante dieses Felsenbrockens, weißt du noch? Ja, wie könnte ich das vergessen?
Wow, Raffi, warst du das alles? Nein, das war der Night Watcher. Aber Kumpel, oh, warte, ich verstehe. Mega hyper klasse, Junge! Unglaublich! Cool! Gigantisch. Hey, das ist Winters. Monster? Nein, wir sind Teenage Mutant Ninja Turtles und wollen dich daran hindern, Monster auf die Erde zu holen. Das verstehst du falsch, mein Freund. Es war eine Zeit der Legenden. Damals lebte ein Mann namens Yordle. Eine wahre Naturgewalt, der gemeinsam mit seinen vier Kriegergenerälen jedes Volk auf seinem Weg überfiel, um es zu unterwerfen und dessen Wissen und Magie in sich aufzunehmen. Schließlich stießen sie auf eine Kultur, die reicher an Wissenschaft, Magie und fortschrittlicher Technologie war, als alles, was sie bisher erblickt hatten. In seiner blinden Gier nach Macht entfesselte er eine Armee von grauenerregenden Monstern, als er das Portal in eine andere Welt öffnete. Die Monster kannten jedoch weder gut noch böse. Sie vernichteten sowohl Yordles Armee als auch deren Gegner. Yordle und seine Generäle waren somit verantwortlich für den Untergang einer großartigen Kultur, deren Wissen und Weisheit für immer verloren sein wird. Ich war es, der damals auf dem Schlachtfeld stand. Dafür mussten meine Generäle und ich einen hohen Preis zahlen. Meine vier Kampfgefährten wurden in Stein verwandelt. Mein Los war es, unsterblich zu sein
ewig zu leben, immer wieder die Menschen zu verlieren, die ich liebte, und von Langeweile und Sinnlosigkeit zermartert zu werden. So sollten wir dahin vegetieren, bis wir die Fehler der Vergangenheit ungeschehen gemacht hätten. Schließlich bot sich uns die so lang erwartete Möglichkeit, unsere Sünden wieder gut zu machen und in Frieden zu leben. Für alle Ewigkeit.